Wir kommen jetzt zu unserem ersten Gast. Ich freue mich wahnsinnig, dass er da ist. Er hat vor 4 Jahren den Eurovision Song Contest uns alle begeistert. Und 4 Jahre später ist er hier und ist ein wahnsinnig netter Typ. Ich freue mich so, dass er da ist. Bitte einen großen Applaus für Conchita! Servus. Hallo. Schön, dass du da bist. Das hätte ich wahnsinnig gerne immer, wenn ich durch eine Tür gehe. Ja. Das ist toll. Lass das als Handyklingelton einfach, nimmst du das mit, oder? Ja. Lass es nachher einspielen, dann kannst du als Handyklingelton. Super, mit. Das machen wir. Ja, herzlich willkommen erstmal. Was magst du denn trinken? Gerne ein Wasser. Ein Wasser, bitte. Gerne ein Wasser. Still oder mit Strom? Sehr gern still. Still. Sehr damit gern. Man nicht aufstoßen muss. So ist es. Genau. Wenn du schon dabei bist. Möchtest du auch? Bringst mir auch so eine öde Plörre noch mal mit. Aber jetzt ist echt Schluss bei mir. Öde Plörre. Na, ohne Spaß, jetzt nach dieser Wiesn, die war, wie heißt es, exzessiv? Wie oft warst du denn? 3-mal? Das ist aber nicht viel, oder? Ja, doch, das ist auch krank. Also, brauchst du dir keine Sorgen machen. Ich kenne mich nicht aus, ich war noch nie. Ach, du warst noch nie? Ich war noch nie. Dann schlage ich dir hiermit vor, dass du nächstes Jahr mit uns, mit Team Ringelstädter auf die Wiesn gehst. Dann kriegst du einen Einblick in die Untiefen des bayerischen Rausches. Trinkst du, trinkst du gern viel? Ich bin sehr kontrolliert in meiner Maßlosigkeit. Okay. Wenn ich weiß, dass ich genug Zeit habe, um wieder zu mir zu kommen, dann feiere ich schon sehr gerne. Aber du trinkst eher Shampoos, oder? Vermute ich. Ich bin ein Biertrinker. Echt? Ja. Richtiger Schild, bitte. Aber in Österreich ist das nicht so einfach, oder? Das stimmt, das bayerische Bier ist schon wahnsinnig gut. Ja, das Zipfer aus der Dose kann nicht die Lösung sein. Nein. Ist es nicht, aber es erfüllt den Zweck. Ja, da hast du vollkommen. Du, mein Lieber. Wir wollen es tun, wie wir es mit allen unseren lieben Gästen tun. Und zwar, Caro Matzko hat sich mit Elias Haug, unserem Zeichner, getroffen und hat einen Film über und für dich gemacht. Bitteschön. Der Phönix ist ein Vogel, der am Ende seines Lebenszyklus verbrennt, um aus seiner Asche wieder neu zu entstehen. Ein prächtiges Tier, das verloren scheint, um im neuen Glanz frisch ins Leben zu starten. Ein Mythos, so wie die schöne Conchita. Sie ist dem Künstler Tom Neuwirth aus Bad Mitterndorf in der Steiermark quasi zugeflogen. Als die bärtige Diva im Glitzerkleid 2014 beim Eurovision Song Contest die Bühne betrat und allen Menschen und vor allem denjenigen, die mit sich, ihrem Körper oder ihrer Sexualität nicht im Reinen sind, zusang "Rise like a Phoenix", da flossen Tränen und flogen Herzen. Brot für die Welt, die Wurst bleibt hier, forderten die Fans. Aber Conchita wurde ein Weltstar, eine globale, glitzernde Galionsfigur. Jean-Paul Gaultier buchte sie als Model. Conchita spielte Shows in 20 Ländern auf 4 Kontinenten. So weit, so gut. 2018 ist Tom Neuwirths Botschaft noch immer klar. Toleranz reicht nicht. Es geht um Akzeptanz. Und natürlich um gute Musik. From Vienna with Love. Conchita. Vielen Dank. Caro. Vielen Dank. Wie toll. Ja. Also, ich muss wirklich sagen, ich kann mich an, es war, ich muss echt zugeben, das letzte Mal, dass ich diesen Eurovision Song Contest geschaut habe. Und es hat mich total geflasht, weil es war plötzlich ein Bild im Fernsehen, das ich einfach vorher in meinem Leben noch nie gesehen habe. Jetzt ist es 4 Jahre her. Kannst du dich an diesen Tag noch erinnern? Und wenn ja, an was erinnerst du dich noch gerne an diesen Tag? Ich kann mich tatsächlich an nicht wahnsinnig viel erinnern an diesen Tag. Vor allem nicht an meine Worte, die dann irgendwie sinnhaft aus meinem Mund kamen, als ich die Pokal hatte. Aber woran ich mich erinnern kann, ist, dass im Fernsehen ist ja alles wahnsinnig getaktet. Und es gibt vorgefertigte Schnittabläufe und Zuschaltungen. Und wenn man dann eben
den Schnitt oder die Kamera auf einem hat, dann sollte man auch an diesem Platz sitzen. Ja. Und ich hatte ein Problem. Ich musste wahnsinnig dringend aufs Klo. Okay. Und diese Halle ist riesengroß. Ich habe schon gesungen und ich habe mich hingesetzt und saß im Green Room. Und diese Halle war so groß, dass alle Kandidaten mit Golfwegen von A nach B gebracht wurden. Und ich musste so dringend auf Toilette und ich wusste, ich kriege keinen Golfwagen in dieser kurzen Zeit. Ich glaube, wir haben 4 Minuten. Wir sind zu fünft in den Backstage gerannt, in diesem goldenen Kleid. Ich habe mich irgendwie da rausgeschält und dann fällt mir dieser Sender, den man hat, um sprechen zu können, in die Toilette. Oh Gott. Echt? Oh Gott. Und ich weiß nicht, wie wir ungefähr so. Und ich dachte mir, egal. Was soll ich denn tun? Und bin wieder zurückgerannt und wir haben es tatsächlich kurz nach der Werbung wieder geschafft und dann. Wollen wir mal vielleicht doch an den Anfang zurückgehen? Ja. Willst du die Geschichte von Conchita hören in einer Kurzversion? Ja, bitte. Ich bin nach Wien gezogen und. Wie alt warst du da? Als ich von zu Hause weggezogen bin, war ich 14. Da bin ich nach Graz gezogen, das ist die zweitgrößte Stadt Österreichs, habe dort eine Modeschule begonnen, habe mit 17 beschlossen, ich werde jetzt ein Star und bin in eine österreichische Castingshow gegangen. Die hat dann nicht ganz so geendet, wie ich sie mir vorgestellt hatte. Starmania war es. Starmania, genau. Ich wurde immerhin Zweiter. Und danach dachte ich, ja, jetzt. Läuft. Geritzt, oder? Und habe einen Plattenvertrag bekommen, war in einer Boyband. Die hat es 8 Monate lang gegeben. Und der Erfolg blieb aus. Ja. Und somit habe ich mich dann entschlossen, wieder zurückzugehen, um die Schule fertig zu machen. Ich glaube, das war der schönste Tag im Leben meiner Mutter. Und bin nach diesen 3 Jahren, nach dieser absolvierten Modeschule, dann wieder zurück nach Wien gegangen und wollte Musik machen. Wollte etwas Künstlerisches tun und habe relativ schnell eine Burlesque-Truppe gefunden, die einen Host, eine Hostess gesucht haben. Okay. Das heißt, ich war sehr schnell im Nackt-Etablissement und wurde eben dafür engagiert, jeden Samstag diese Show zu moderieren. Und ich habe gesagt, ich würde das gerne in Drag machen, also in Frauenkleidern, weil ja. Ich habe so selten die Gelegenheit dazu und das passt doch hervorragend. Ja. Und stehe dann in den Vorbereitungen und komme drauf, aber dann muss ich mich rasieren. Und wenn ich mich rasiere, dann sehe ich aus wie 12. Und das finde ich nicht so schön, mit damals um die 20. Ja. Und habe mich dazu entschlossen, den Bart einfach stehen zu lassen. Es ist echt lustig, wenn du das so erzählst, dann klingt es irgendwie so, ja, als wäre es halt so passiert. Ist es ja. Ja, aber man denkt halt, naja, das ist doch so, oder? Man denkt ja immer, da muss doch ein extrem cleverer Plan dahinter stecken. Nein. Also, ist überhaupt nicht so. Nein. Aber das ist bei dir nie so. Wir haben uns halt kennengelernt und alle Gespräche in diese Richtung sagst du, nee, mein Leben passiert und das ist halt so. Zum Beispiel auch der Name Conchita Wurst war wirklich ein Zufall. Ich habe Freunde aus Kuba und ich habe die bei meinem 3. Cuba Libre gefragt, wie denn eine Latina heißt, mit der alle ausgehen möchten. Und sie meinte Conchita und ich so, okay, nehme ich. Und dann dachte ich mir, ich brauche einen Nachnamen. Mir fiel keiner ein, dachte mir, ist ja Wurst. Oh, Wurst lustig. So. Und Millionen von Menschen grübeln. Wie ist er da drauf gekommen? Aber tatsächlich hat sich in diesem Namen mehr Sinnhaftigkeit versteckt, als ich zu Beginn wusste. Ich wusste nämlich nicht, dass Conchita die Verniedlichung des weiblichen Geschlechtsorgans ist. Und Wurst. Und ich bin ein Mann in Frauenkleidern. Also ich hätte mir das nicht ausdenken können. Es ist tatsächlich einfach passiert. Aber die Wurst ist jetzt weg, ne? Anatomisch nicht, aber Ich hatte mich dazu entschieden, den Nachnamen wegzulassen, weil ich hatte vorher kein internationales Publikum und keine internationale Karriere und somit konnte niemand meinen Nachnamen auf Englisch aussprechen, was dann passiert ist und jeder hat Worst gesagt. Ja. Und als das Schlechteste bezeichnet zu werden, fand ich dann nicht ja, so charmant. Das ist auch, Käsekreiner wäre gut gewesen als ja. Alternative. Das wäre eigentlich lustig. Wiener. Hast du irgendeine Ahnung, woher du das Selbstbewusstsein hast für das alles? Weil das muss man schon erstmal alles bringen, ne? Ja.
Ja, ich glaube schon. Mein Papa, der glaubt auch, er ist ein Star. Also er ist ein Star. Mein Papa ist definitiv ein Star in seiner Welt. Den habe ich schon früh dabei beobachtet, wie er die Menschen unterhält im Gasthaus. Und da habe ich wohl diese Attitude bekommen von, ich bin halt so. Kannst du kochen? Nein, dafür kann ich halt singen. Und hier ist die neue Platte von Conchita zusammen mit den Wiener Symphonikern, From Vienna with Love. Das muss ja total abgefahren sein, wenn man plötzlich mit den Wiener Symphonikern... Es ist absurd. Es ist wunderschön, wunderschön, aber auch absurd. Weil man muss sich mal überlegen, um ein Symphoniker zu werden, ist Perfektion das Mindestmaß, was man da bringen muss. Das heißt, wenn man in diesem Orchester Geige spielt, muss man von klein auf trainieren, trainieren, trainieren und talentiert sein. Das heißt, dieses Orchester hat einen Ruf zu Recht, der über die ganze Welt bekannt ist. Die Wiege der Klassik ist ja, meines Erachtens in Wien. Selbstverständlich ist in Wien. Und dann komme ich als Popsänger und versuche einfach nur mitzuhalten. Ich habe das sehr, sehr ernst genommen, dieses Projekt. Und mir wurde sehr viel Vertrauen entgegengebracht, auch was die Setlist anbelangt. Das sind alles Songs, die hat mir niemand aufgestellt. Wie hast du die ausgewählt? Das sind Musikstücke, die mich mein Leben lang begleiten. Celine Dion war eine der ersten Stimmen, wo ich verstanden habe, man kann auch schreien und das hört sich toll an. Ich habe das damals so empfunden, denn meine Mutter hat immer nur in der Kopfstimme gesungen. Und das habe ich bis dorthin auch gemacht, weil ich wusste ja nichts anderes. Und plötzlich höre ich eine Frau, die aus ihrem tiefsten Inneren eine Urgewalt erzeugt. Und ich dachte mir, das darf man? Super! Und das habe ich dann imitiert und plötzlich dachte mir, okay, ich kann das auch. Okay. Und ich weiß nicht, wo ich jetzt hin wollte mit diesem Satz. Ich glaube, du wolltest von deiner Songauswahl vielleicht noch ein bisschen erzählen. Richtig, das wollte ich sagen. Und das sind eben diese Geschichten, die ich zu diesen einzelnen Songs habe. Dann Hildegard Knee, Für mich soll's rote Rosen regnen. Ich weiß, es gibt viele Menschen, die das behaupten, aber ich glaube, dieses Lied wurde wirklich auch für mich geschrieben. Absolut. Ich kenne niemanden, der das von sich behauptet. Nein. Nein. Ich kenne nur Betrunkene, die singen und sich denken, jetzt kommen, wo waren es die Rosen? Wo dann sind sie? Kommen sie nicht und dann singen sie Hey Baby als nächstes. Genau, und darum ist es so ein Herzensprojekt geworden. Und es war wirklich ein ordentliches Stück Arbeit, denn viele dieser Songs kenne ich schon sehr lange, aber habe die nie interpretiert. Und dann steht man im Studio und dann denke ich mir, deswegen ist Barbara Streisand Weltstar. Okay. Weil das wirklich schwierig ist, was diese Künstler da machen. Da ist richtig singen das Mindestmaß. Ja. Und dann geht es aber darum, Farben zu kreieren und Texturen zu erschaffen. Das konnte ich alles nicht. Weil, naja, das sagst du dann immer so. Ich fand dieses Lied, Phoenix, da ist ja das schon alles drin, was du gerade sagst. Jein. Also summen konnte ich noch nicht. Bist du so selbstkritisch eigentlich? Ja, sehr, sehr. Sehr. Ich bin auch oft nicht der größte Fan meiner Arbeit, aber als ich die fertigen Songs für diesem Album bekommen habe, habe ich 3 Wochen nichts anderes gehört. Und ich habe auch für mich verstanden, ja, das ist ein Teil von mir. Ich liebe es, dramatisch zu sein, ich liebe es, kitschig zu sein und ich liebe es, an einem regnenden Tag mit einer Tasse Kaffee am Fenster melancholisch rauszuschauen. Ich liebe Franken. Das ist schön gewesen, Caro. Vielen Dank für den Gag. Gmunden und Franken. Du, ja. Oh, Entschuldigung, Franken im Publikum. Was bedeutet dir Freiheit? Freiheit beginnt für mich in meinem Kopf. Wenn man es schafft, dass man sich selbst so akzeptiert, wie man ist, und wenn man sich selbst auch wirklich mag, dann hat man die Freiheit, auch so zu sein, wie man wirklich ist. Weil ich kann mich partiell über Dinge aufregen, aber dann stelle ich mir die Frage, okay, es gibt 2 Arten von Problemen. Temporäre und permanente. Und wenn es ein Problem ist, das permanent ist, dann, Schätzchen, hör auf zu jammern und lern damit zu leben. Und wenn es temporär ist, Schätzchen, hör auf zu jammern, es geht vorbei. Und
ich habe mir das wirklich angeeignet. Natürlich geht das nicht immer gut, aber oder leicht. Aber wenn man das konsequent durchzieht, spart man sich unglaublich viel Zeit. Mit Gedanken, die sich im Kopf drehen und eventuelle Möglichkeiten, die man abwiegt. Du hast ja so recht. Ich hätte nie gedacht, dass ich von einer knapp 30-Jährigen einmal was lerne. Meine Damen und Herren, wunderbare Conchita. Vielen Dank, das ist sehr schön. Danke dir. Conchita, wie auch Caro und ich und alle hier im Studio freuen sich auf unseren zweiten Gast. Auch ein musikalischer Gast, ganz andere Ecke. Deswegen haben wir ihn auch eingeladen. Das könnte ein spannendes Dreier, ein spannender Dreier noch werden hier. Ja, die Begeisterung ist sehr einseitig auf deiner Seite vermutlich. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass er da ist. Der Sänger der Banana Fishbones und gerade mit Dreiviertelblut ein neues Album am Start. Bitte begrüßen Sie mit einem großen Applaus Sebastian Wastl-Horn. Herzlich willkommen, lieber Wastl. Herzlichen Dank für die Einladung. Was darfst du zum Trinker sein bei dir? Eine Cola. Eine Cola bitte für den Sebastian. Man merkt, dass Wiesn war. Es sind alle irgendwie so. Bist du auf der Wiesn gewesen? Nein, ja, einmal, kurz. Zweimal. Aber beim ersten Mal waren wir beim Herzkasperlzelt in der Früh um 10 und haben einen Haferl Kaffee getrunken. Und das andere Mal war TV München in irgendeinem Zelt. Samstagabend haben sie gemeint, Dreiviertelblut spielen wir jetzt da live. Im Bierzelt Dreiviertelblut? Um 8 Uhr abends. Im Hintergrund hat die Band gespielt und 5000 Leute waren am Tisch. Vielen Dank, Caro. Bitteschön. Genau. Und da haben wir dann alkoholfreies getrunken. Lieber Sebastian, wir wollen auch deinen Besuch starten mit einem Film, den Caro und Elias gemacht haben. Bin ich gespannt, ob ich auch so gewampert bin wie du. Bitte, lieber Sebastian, hier ist dein Film. Der Bananenfischknochen, auf Englisch Banana Fishbone, ist ein Hirngespinst der legendären Gothic-Wave-Band The Cure. Als der junge melancholische Grufti und bekennende Schlafwandler Sebastian Horn aus Bad Tölz das The Cure-Lied über den Bananenfischknochen hört, ändert das sein Leben. Er gründet eine Band, die genau so heißt, und schließt einen Pakt mit dem Urwurm Divey. Die Vorliebe für Knochen könnte familiär bedingt sein. Sein Vater war Orthopäde. Die Banana Fishbones kommen mit dem Superhit Come to Sin 98 ganz groß raus und spielen 150 Konzerte im Jahr. Und sie treten bis heute auf. 2013 kam noch Dreiviertelblut dazu mit dem kongenialen Gerd Baumann. Die beiden brachten nebenbei auch noch die legendärsten Singspiele auf den Nockerberg. Ach so, und Biologie hat Sebastian auch noch studiert. Darum verbringt er seine wenige Freizeit am liebsten in seinem riesigen Garten mit seinen unfassbaren 5 Kindern und seiner Lebensliebe, seiner Frau Christiane und dem Hund. Aber er weiß, wo viel Licht, da auch viel Schatten. Hier sitzt er im Scheinwerferlicht, der Herr der Bananenfischknochen, Sebastian Horn. Herzlich willkommen. Das hier, meine Damen und Herren, ist das neue Album von Dreiviertelblut. Diskothek Maria Elend heißt's. Ja. Und da sind wir schon voll im Thema, was Caro auch in diesem Film schon gesagt hat. Es ist immer Finsterlieder hieß das letzte Album, jetzt wieder Diskothek Maria Elend. Woher kommt dieser Hang zur Finsternis bei dir? Ich glaube, das ist nicht nur bei mir so, sondern bei fast allen, sonst wäre nicht in den Charts der Bücher und der Filme, Horror, Krimi, Dokumentation und Liebe in dieser Reihenfolge irgendwie abgebildet. Und wir Menschen sehnen uns danach. Und ich habe irgendwie mit 13 angefangen, Gedichte über Wasserleichen und andere Sachen zu schreiben, inspiriert von einem fantastischen Deutschlehrer, der uns Trakl, Baudelaire, Gottfried Benn zu lesen gab. Und ich saß da und es ist mir echt so gekommen, okay, ich bin nicht verrückt. Wenn das im Deutschunterricht Kindern vorgesetzt wird, dann
passt es so. Immer wenn ich mit dir zu tun habe oder wenn wir zusammen sind, denke ich mir, der Wastl ist einer, der wird eigentlich am liebsten im Studio hocken oder daheim und das alles machen und herstellen. Aber er hat eigentlich gar keine so große Lust mehr, also so zumindest strahlst du es manchmal aus, so das so herzuzeigen. Brauchst du das Herzeigen eigentlich gar nicht mehr innerlich? Sowas wie hier, vielen Dank für die Einladung, ist für mich wirklich schwierig. Also ich mich dazu hinzusetzen und hallo Publikum. ich bin so ein bisschen, kommt es mir vor, die finstere Seite von dir. Wir haben auch bei die Lieder vom Unterholz sind der Gerd und ich mit Bart im Dirndl, liegen wir ja, das stimmt, sterbend in der Wiese. Und ich fühle mich auch sehr von dem, was du machst. Ich bin so das Anti-Du. Ich mache das leider nur, wenn Fasching, Karneval bei uns ist. Also ich verkleide mich liebend gern als Frau. Ich trage auch dann, ich finde das super echt und schmink mich auch gerne. Und ich verstehe das total, was du machst. Und wir hatten mit dem Manana Fisch bei uns mal eine Phase, da hatten wir so eine Glam-Phase, haben wir gedacht, okay, jetzt reißen wir es, indem wir Cowboy-Anzüge anziehen, die mit Pailletten voll sind. Und das war für mich die Hölle. Mit diesen Klamotten auf die Bühne zu gehen, einfach so, ich bin mir so als verkleideter Kasper vorgekommen und so, das war überhaupt nicht das, was ich bin. Am liebsten wäre ich nur irgendwie schwarz und eben in mich gekehrt und würde Gottes Willen, genau. Die passt, ja. Jetzt schauen wir doch mal ins Originalvideo von 98. Ich bin gespannt, wie du da ausschaust. Ich habe mir bewusst vorher nicht angeguckt, du weißt es noch. So hast du ausgeschaut. Ja, ich war die mit dem Bikini. In diesem Video, zumindest geht es mir so, vielleicht liege ich auch interpretatorisch total daneben, ist so eine kleine, also die schweben alle so durch den Raum und immer wieder ist so diese Schlafwandlerei, die dich dein Leben lang begleitet. Für mich so ein Link. Ist das Absicht gewesen oder ging es um ganz was anderes? Nö. Aber dieses Thema begleitet dich ja dein Leben lang schon und hattest ja auch einen komischen Unfall, also bist vom Balkon runtergefallen in der Nacht. Genau, 4 Meter Bauchplatsche auf die Wiese, würde ich niemandem empfehlen. Ich bin dann, meine Frau hat es gehört, sie hat gesagt, das ist das Geräusch, das sie ihr Leben lang nicht vergessen wird. Und die kam dann runter und dann kam der Geruch, den sie nicht vergessen wird, weil ich bin in so Geranien-Dinger reingefallen. Das hat dann auch sehr stark gerochen. Und dann hat sie gemeint, ja, was machst du denn da? Und ja, ich keine Ahnung. Und dann hat sie mir Bachblüten gegeben und ich bin wieder ins Bett gegangen. Und am nächsten Tag bin ich aufgewacht und habe mir gedacht, what the fuck, genau wie du, nach der Wiesn. Ich konnte mich nur nicht mehr bewegen. Also, aber mir ist nichts passiert. Außer dass natürlich, kannst du dir vorstellen, wenn du von 4 Meter auf den Bauch fällst, dann bist du halt geprellt von oben bis unten. Und ich bin dann auch erst am Nachmittag ins Krankenhaus und die haben mich dann mit solchen Augen angeschaut und haben mir gedacht, wieso kommen sie jetzt erst? Und dann haben sie gesagt, es tut schon weh. Und ja, aber dann haben sie gemeint, Betrunkene und Schlafwandler hätten dieses Glück total entspannt. Aber was ich mir schwierig vorstelle, ist, du warst so viel auf Tour, ja, mit dem Fischbau und jetzt wieder mit 3/4% auch wieder früh unterwegs. Mhm. Hat man nicht da permanent so ein bisschen Schiss, dass man irgendwie ausbüchst in der Nacht in irgendwelche Hotelzimmer, wo man sich wirklich nicht auskennt? Ja, das ist nicht nur Schiss, sondern das ist Realität für mich, leider. Einmal ist es mir passiert in Magdeburg, waren wir da mit den Fishbones auf Tour. Da habe ich das Hotelzimmer verlassen, bin in ein Nachbarhaus gegangen, in den obersten Stock. Da war eine Baustelle. Dann waren da so Federbetten gelegen, die waren noch frisch eingepackt in Plastikfolie. Die habe ich ausgepackt, habe mich aber in die Plastikfolie eingewickelt und habe mir ein Kopfkissen aus einem Putzlumpen gemacht und bin dort eingeschlafen. Und die anderen wollten früh am nächsten Tag los und sehen mein leeres Zimmer und haben sich schon gedacht, oh, oh. Ja, und dann ging die Suche los. Und ich bin dann aufgewacht, da stand dann eine Frau neben mir, deren Haus das offensichtlich war. Und die hat richtig geschrien. Naja. Also, da liegt ein Typ in ihrem Zimmer, eingewickelt in Plastikfolie.
Und ich bin aufgewacht und sehe meine Schuhe da und habe die dann angezogen und gehe an ihr vorbei und sage Entschuldigung. Und die Kinder schauen an mir so vorbei. Und seitdem ich Kind bin, bin ich unterwegs. Also 2-3 Mal in der Woche eigentlich. Krass. Ja. Ich weiß nicht, ob du mir die Frage nachher auch noch stellen willst, weil du gefragt hast, was ist Freiheit? Ja. Und dann habe ich kurz hinten überlegt, was sage ich, was sage ich, was sage ich? Und weißt du, was mir eingefallen ist? Frei bin ich, wenn ich gestorben bin. Das ist meine Art zu leben. Mathilda und Gustav, die kleinsten Zwillinge, da hatte der Gustav hatte eitrige irgendwie Ohren und 40 Fieber und wir die Zwiebel drauf und Teppich um den Kopf und so. Und die Mathilda, seine Zwillingsschwester, kommt her und streicht ihm über die fiebernassen Haare und sagt, Gustav, wenn du stirbst, bist du wieder ganz gesund. Und ich höre das und denke mir, wow, was für ein wunderschöner Spruch. Also, ja, und der evangelische Pfarrer in Tölz hat seine Weihnachtspredigt auf diesen Spruch, nachdem ich ihm erzählt habe, hat er seine Weihnachtspredigt da umgeschrieben und hat diesen Spruch. Wenn du das so sagst, denke ich mir, vielleicht kann es echt so sein, dass man auch Lebensfreude aus dieser Sicht aufs Leben generieren kann. Natürlich. Hundertprozentig. Lustig. Muss ja nicht. Das hier ist das neue Album vom Dreiviertelblut, Diskothek Maria Elend. Ihr seid jetzt auf Tour im Herbst durch ganz Bayern. Immer wieder. Ihr habt jetzt erst im Zirkus Krone die CD-Premiere gemacht. Muss ein Wahnsinnsabend gewesen sein. Ich konnte nicht, because of the Wiesn. Und hier ist die CD von Conchita mit den Wiener Symphonikern. Meine Damen und Herren, bezaubernde Gäste, Conchita und Sebastian Horn. Vielen Dank für den Besuch. Und wenn ihr irgendwann Lust habt, macht's mal was miteinander. Das würde mich echt interessieren. Sebastian Horn können Sie heute Nacht im BR-Fernsehen noch ausgiebig sehen. Ein Konzertmitschnitt vom Heimatsound mit dem Banana Fishbones. Und dann die letzte Heimatsound-Sendung hier im BR-Fernsehen. Alles heute Nacht. Ich bedanke mich bei Caro Matzko und der Ringelstädter Band. Hier im Anschluss geht's weiter mit der österreichischen Kultserie Braunschlag. Erste Folge hier bei uns nächste Woche. Kommen zu uns Christiane Blumhoff, die Schauspielerin, und der Late-Night-Show-Moderator Pierre M. Krause. Denken Sie immer dran, meine Damen und Herren, Bayern wird nicht untergehen. Und wenn doch, erfahren Sie es hier als erstes. Danke, auf Wiederschauen. Servus. Heute Nacht.